Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to the World 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge und der Challenge, die ich wahrscheinlich verlieren werde. Also, das sieht nicht gut aus. Gut, also in der Hauptstadt gibt es einen Aufstand. Ihr glaubt, dass er von einer der politischen Parteien angezettelt wurde. Wie reagiert ihr? Privatanklagen, öffentlich Anklagen, mutmaßlich. Ich mache hinter geschlossenen Türen. Forschung abgeschlossen, das ist gut. Was haben wir? Was haben wir? Arbeitsorganisation, das klingt doch gut. Aber was war das? Arbeitsorganisation, das klingt doch. Ah! Steuersatz, Korruption. Weniger natürlich. Öffentliche Ordnung, das ist gut. Korruption in eurer Provinz. Politisch Wohlstand durch kulturelle Konvertierung, Aufträgen politischer. Okay. Steuersatz mehr, 17 Runden. Kann ich irgendwas anderes machen? Minus so Baukosten für Tempel. Baukosten von Haupthäusern. Minus plus Wohlstand durch Handel, das ist gut. Ich brauche Geld. I need money. I need Moneten. So, hier ist wieder eine wunderschöne Armee. Die werde ich aber jetzt durch den Donner vertreiben, hoffe ich. Gut, soll ich nach Antiochia oder das ist halt das, was ich wovor ich Angst hatte, und zwar dass jetzt hier oben und da, also an sich müsste ich 3, 4 vielleicht 5 ja vielleicht 5 Städte beschützen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Bis ich hier unten bin, ist es schon zu spät. Wenn ich dich verliere. Du hast eine sehr schlechte. Hä? Wow. Wow. Der hat ja überhaupt keine Garnison. Ja, wunderbar. Gut. Na gut. Na schön. Okay, also, ich mache jetzt Folgendes. Tarsus ist momentan vom Geld her, also hier 100 Wohlstand durch Manufaktur und egal, also zweimal quasi 100 Wohlstand. Und hier, na, okay, hier bekomme ich das Eisen. Und hier bekomme ich auch Wohlstand durch Manufaktur. Ach, aber die haben so wenig. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Mit der Armee. Dann ist Tarsus für ihn frei. Okay. Ich könnte nach Tarsus. Ich könnte sogar nach Tarsus gehen. Dann ist halt Antiochia frei.
Und die haben nicht wirklich gute Verteidigung. Ich kann mir halt auch keinen Agenten kaufen. Nee. Ich muss das machen, weil ich muss eine große Armee zerstören. Ich muss schaffen, eine große Armee zu zerschlagen und dadurch Geld verdienen. Ich weiß halt nicht, was da ist. Das ist jetzt riskant, ja. Mit denen kann ich halt nichts machen. Das kostet alles zu viel. Und bis die heiraten können. Ja. Also bis ich das Geld für die Hochzeit habe. Okay, das ist gut. Das ist wichtig. Speichern. Also. Okay, er sagt, ich habe keine Chance, aber ich sage, mit guter Strategie kann ich es machen. Ich habe halt, die Garnisonsarmee ist halt nicht vorhanden quasi. Das ist schon mal sehr gut, dass es regnet. Oh, ist das wunderbar. Das ist sehr gut, weil dann kann der keine Feuerpfeile machen. Das Problem gerade ist aber, dass die Kavallerie hier nicht wirklich gut agieren kann. Das heißt, nach Adam Riese muss ich raus. Also er kommt hier rein und hier rein. Okay, ich habe Kataphrakte, Agema und Asrat und Meda. Und Elefant natürlich. Okay, zuerst die da. Okay, so. Was hat er hier? Adelsreiterei. Die ist gut. Adelskavallerie ist gut. Da brauche ich die Meda jetzt hier drüben. Die Elefanten kommen hier mit. Okay, und schnell raus da. Ich muss ihn ja quasi aufhalten, bevor er in den Wald kommt. Weil im Wald ist Kavallerie nicht ganz so gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Okay,
Unser General wird angegriffen. Ja, ja, das passt schon. So. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, 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 ja. Das ist in Ordnung. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich... Okay. Das ist nicht gut. Okay, hier, das sieht gut aus. Hier macht mal den da. Scheiße. Die Einheit ist umgekommen. Ach komm. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. So dumm. Okay, das ist gut. Das hat geklappt. Ich hoffe, das war die Bürgerkavallerie. Also eine Bürgerkavallerie ist schon weg. Okay, gut, gut, gut. Ein Elefant ist weg. Also eine Elefanteneinheit. Wenn Elefanten sterben, ist das immer so nicht gut. Dann ist es immer nicht so gut. Wie die aushalten, ne? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wie lange willst du denn noch aushalten hier? So, gut. Das war sehr wichtig. Ich hoffe, der Elefant hat überlebt. Aber ich befürchte nicht. Glorreicher Sieg. Shoot. Ja, der ist weg. 2,6, 360, 2,8, 2,5, 200. Ja, an sich alle ganz gut. Schade. Der war Rang 5. Das ist schlecht. Oh, der hat überlebt, das ist gut. 1000. Ich bekomme nur 1000 dafür.
Gut, der will jetzt nach Meda. Nee, der will nach Tyros. Okay, der geht weg. Aufstand in der Hauptstadt. Die beschuldigte Partei steht jetzt auf weniger guten Fuß mit euch, hat aber keinen Einfluss verloren. Ja, okay. Gut, der ist hierhin unterwegs. Okay, also, ich habe jetzt Geld. 800 habe ich. Ich könnte hier... die Gebäude bringen halt überhaupt nichts mehr. Die habe ich, glaube ich, gebaut, damit da irgendwas steht, ne? Damit da nicht gleich wieder Guacamole rum. Ja. Ja, genau. Alter. Gut, an sich. Ich mache Schutzstellung, damit die nicht selbstmordmäßig rein. Sehr gut. Reingehen. Nochmal 600. Sehr gut. Das ist wichtig. Okay. Hier. Also ich könnte ja sogar noch weiter, aber das mache ich nicht. Ich kenne nach Azaka. Ne, Mazaka und Tarsus. Ich könnte die wieder den Platz tauschen. Ich gehe erstmal hier rein. Drei Runden. Okay, also hier sieht es gerade nicht schlecht aus. Ruhestand. Okay, 1500 habe ich. Was mache ich mit 1500? Der ist fast tot. Der ist noch hier ziemlich jung. Kostet 400. Ich brauche halt neue Erben. Das ist das Problem. Also einer der so ein, zwei Probleme, die ich habe, ne? So viele habe ich ja nicht. Was ist hier jetzt am strategisch am besten? Also an sich hätte ich jetzt sogar Geld für diesen hier. Ich glaube, das mache ich, weil Antiochia ist momentan am sichersten. Genau, und da könnte ich jetzt hier habe ich Wohlstand durch Handel, nochmal Handel. Wie viel bekomme ich denn da? 749. Wachstum, öffentliche Ordnung. Oder ich gehe auf Musterungsfeld, damit hier... damit ich hier, also mit denen, aber Garnisone mit Bürgerkavallerie,
Hügemänner, Herpaner. Herpan-Pikiniere. Da müsste ich da darauf gehen. Thrakische. Ach so, okay. Ich dachte gerade so, hä? Wieso bekomme ich hier keine Pikiniere, aber ja, das ist immer dabei. Das kommt dann nur dazu. Okay. Die andere Idee ist, dass ich hier Sklavenhändler mache. Also Wohlstand durch lokalen Handel, Wohlstand durch Sklaven, Wohlstand durch Industrie und Wohlstand durch Landwirtschaft. Hier ist Handel und Landwirtschaft. Handel. Aber das habe ich ja schon. Erfahrung, wenn man, ja, okay. Wohlstand durch Subsistenz. Boah. Also, wie viel kostet das? Steht nicht da. Ah, gut, 700. Genau, öffentliche Foren 700. 4000. Gut. Das war das Falsche. 1400, ja. Well, gut. Dann mache ich hier eine Garnison rein, damit Antiochia wirklich safe ist. Genau, weil momentan habe ich nur eine Pikiniers-Einheit und in zwei Runden oder noch mehr habe ich dann mehr Pikiniere und Pikiniere sind bei Belagerungen bei der Verteidigung am wichtigsten. So. Gut, also diese Runde ist nicht viel passiert. Ich muss leider schon wieder aufhören, beziehungsweise es ist halt schon wieder 20 Minuten passiert, ne? Genau, also wir haben hier erfolgreich verteidigt. Wir haben die Armee von ihm vernichtend geschlagen. Das war sehr, sehr wichtig. 400 habe ich noch. Das heißt, ich heirate jetzt. Hochzeit. 28 Jahre alt. 28, 38, ne? Wie viel kostet das? 430. Okay. 5 auf eure Kinder bekommen. Das ist gut. Wir auch für eure Kinder bekommen. Das ist very important. Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.